demokratische Volksparteien sollten sich gegen AfD und Pegida stellen. Sie sind aufgefordert, mit uns gemeinsam in Dresden und anderswo zu demonstrieren. Ich will die Gelegenheit auch nutzen, all den Bürgerinnen und Bürgern, die beispielsweise jetzt am Wochenende in Köln demonstriert haben, herzlich zu danken dafür, dass sie da auf die Straße gehen und deutlich machen, wo die Mitte der Gesellschaft wirklich steht, nämlich an der Seite von Flüchtlingen, in den Kirchengemeinden, in vielen, vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich vor Ort engagieren und versuchen, Lösungen zu finden. Die Bundesregierung selber ist aufgefordert, alles klarzumachen, alles dafür in die Wege zu leiten, dass diejenigen, die vor Ort sich Rechtspopulismus, rechtsradikalen Einstellungen in den Weg stellen, dass die nicht alleingelassen werden. Da sollte Manuela Schwesig, die Ministerin, dringend dafür sorgen, dass das Chaos bei ihrem Ministerium, was die Mittelvergabe angeht, so schnell wie möglich beseitigt wird, sodass ab 1. Januar 2015 die Programme zur Prävention von Extremismus entsprechend anlaufen können. Das ist kein Prozess, der in den letzten 3 Tagen vom Himmel gefallen ist, sondern ich denke, wir sind veranlasst, uns alle quer durch die demokratischen Parteien zu fragen, wo haben wir das Gespräch, die Begegnung mit den Bürgerinnen und Bürgern versäumt, wo haben wir auch politische Entscheidungen nicht kommuniziert, nicht auch um Verständnis geworben. Ich sage aber auch, das ist keine Entschuldigung für Schmierereien, für Aufrufe zu Gewalt oder gar zu Übergriffen auf Wohnungen oder Asylbewerber. Wir sollten das sehr ernst nehmen und auch sehr mit Bedacht unsere Worte wählen, wenn wir bestimmte Vorgänge, Prozesse beschreiben und auch unsere Lösungsvorschläge machen. Also ich habe keinerlei Verständnis für eine jetzt aufgeflammte Debatte um ein Burka-Verbot. Ich glaube, wir haben andere Sorgen in diesem Land als die Burka. Man muss klar sagen, dass die das Organisieren häufig durch Kriminalität und Rechtsextremismus aufgefallen sind. Das sind Neonazis in Nadelstreifen. Und jeder, der da hinterherläuft, hinter diesen Fahnen und deren Parolen ruft, muss sich überlegen, mit wem er sich da gemein macht. Verunsicherung hin oder her über den Zustand der deutschen Politik. Wir hatten letzte Woche Innenministerkonferenz in Köln. Wir sind uns unisono über alle Parteigrenzen als Innenminister einer Meinung. Man darf diese Bewegung nicht verniedlichen, man darf sie nicht überhöhen, man muss sie ernst nehmen. Man muss klar sagen, wer die Redelsführer sind, das sind Kriminelle und Rechtsextremisten. Man muss genauso in die Bevölkerung, die dort mitmarschiert, auch klar sagen, das ist nicht gut, was ihr nach Parolen ruft. Sie sind auch zum Teil, finden sie vor einem falschen Hintergrund statt. Es droht eine Art des Glaubenskrieges auf unseren Straßen, den wir nicht akzeptieren werden. Die Polizei und der Verfassungsschutz haben seit Jahren die islamistischen Umtriebe auch in unserem Land sehr genau im Blick. Und wir sind der Überzeugung, dass der Rechtsstaat funktioniert und im Übrigen auch in aller Härte agiert. Ich finde es allerdings erbärmlich und wirklich kaum erträglich, dass mit dem berühmten Ruf, wir sind das Volk, dass dieser Ruf nun herhalten muss für dumpfe Fremdenfeindlichkeit.